LG G7 ThinQ, der Flaggschiff-Nachfolger des sehr beliebten und als Geheimtipp ernannten LG G6 im Jahr 2017. Jetzt soll aber das LG G7 ThinQ genau das, was das LG G6 noch nicht so gut gemacht hat, deutlich besser machen und einfach auch Features mit sich bringen, was das LG G6 noch nicht hatte. Zuallererst aber ein riesen Dankeschön wieder an notebooksbillige.de, die mir das Gerät zur Verfügung gestellt haben und ohne die dieses Ersteindrucksvideo gar nicht erst möglich gewesen wäre. Also ein riesen Dankeschön geht an euch raus. Das G7 kommt mit einer Glasrückseite, die in meinem Fall die schwarze Variante ist und als eine der wenigen Smartphones im Jahr 2018 Wireless Charging unterstützt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Außerdem auf der Rückseite befindet sich der Fingerabdrucksensor, der sehr schnell und zuverlässig sein soll, wozu ich aber erst im Review mehr dazu sagen kann. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich dann nur noch das Dual-Kamera-System mit nützlichen Features in der Kamera-App sowie dem Weitwinkelsensor und 16 Megapixeln und einer 1.9er Blende, als auch dem Standardwinkelsensor und ebenfalls 16 Megapixeln mit einer 1.6er Blende. Das 6,1 Zoll große Vision QHD Plus Display gefällt mir im Ersteindruck ziemlich gut, aufgrund der Farben, der Schärfe und der sehr hohen Helligkeit. Allerdings sollen aber die Blickwinkel anscheinend nicht das Gelbe vom Ei sein, was ich bis zum Review herausfinden werde. Bepowert wird das LG G7 mit einem Snapdragon 845, 4 GB RAM und einem Octa-Core Prozessor. Man merkt einfach an den Specs, dass hier schon ordentlich was reingesteckt wurde, um die beste Performance herausholen zu können. Ob die Performance aber letztendlich wirklich so gut ist, werdet ihr dann auch erst von mir im Review erfahren. Vorinstalliert haben wir dann natürlich auch wieder Android 8.0 mit der hauseigenen LG UX-Oberfläche, die ich teilweise in Ordnung finde und teilweise nicht so toll, aber sie bringt ab und zu echt gute Features mit sich, die nicht die normale Android 8-Oberfläche an sich mitbringt. Der Akku soll für seine Größe von nur 3000 mAh sogar ziemlich gut sein und auch ziemlich schnell wieder aufgeladen werden aufgrund der Quick Charge Technologie. Wie gesagt, genaueres dazu dann erst im Review. Das LG G7 ThinQ ist im Ersteindruck für mich ein sehr, sehr interessantes Flaggschiff für 650 Euro, weil es einfach auch Features mit sich bringt, die nicht jedes andere Smartphone besitzt, wie beispielsweise auch den Boom Sound, der im Review eine sehr große Rolle spielen wird.